So, liebe Leute, es geht weiter mit unserer kleinen Minecraft-Serie. Und wir machen einfach mal direkt weiter. Haben wir noch was im Ofen? Ja, 6 Eisen. Ist noch mit wundervoller Musik im Hintergrund. Ah, es ist gerade Nacht. Das heißt, wir werden mal schauen, ob wir endlich mal unseren ersten Zombie killen können. Boah, die Musik ist gerade echt noch ein bisschen laut. Das habt ihr mit Sicherheit gerade gesehen, dass der Bildschirm plötzlich schwarz wurde. Stirb, Kuh! Ja, da ist ein Creeper! Den müssen wir auch noch töten. Toll. Das gilt übrigens nicht als Kill eines Creepers. Das Spiel laggt jetzt ein bisschen mehr. Das liegt natürlich daran, dass jetzt im Hintergrund noch der Media Player geöffnet ist. Ein Skelett. Und ein Creeper. Das ist gerade eine etwas ungünstige Situation. Bei einem Skelett wäre man am besten nah dran und beim Creeper am besten möglichst weit. Ja, ja, genau. Nein! Alter! Da backe ich mich einfach am Baum fest und... Oh! Alter! Oh Mann! Jetzt komm schon! So! Komm, komm, komm! Stirb, 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 stirb einfach! Ist es tot? Zuckerrohr. Sehr schön. Das könnte der Grundstein für unsere erste Farm sein. Und ein Zombie. Komm her, du untote Seele, lass mich dich töten. Na, wo steckst du, Zombie? Boah, ey. Riesenzuckerrohr. Übrigens habe ich gar keine Angst, unser Zuhause aus den Augen zu verlieren. Weil wir haben ja die Koordinaten. Die Lags sind wirklich ein bisschen krass. Vielleicht schließe ich das Musikprogramm lieber und füge die Musik manuell ein. Yeah, Minecraft Spiel der realistischen Dinge. So, hier gibt es Schwarzeichen. Und da wir für unsere Farm auch Schwarzeichen brauchen, werde ich mir mal eine fällen. Ich schließe jetzt mal das Musikprogramm. Moment. So. Jetzt sollte es etwas flüssiger laufen. Geht das schon mal gut los? Wieso baue ich das eigentlich so ab? So geht das doch viel einfacher. Oh.
Und jetzt rede ich auch schon wieder nicht, weil ich habe mir wieder kein Thema rausgesucht, über das man reden kann. Aber ein Thema ist natürlich, dass ich tatsächlich 5 Abonnenten habe. Und ich muss sagen, das freut mich schon tierisch. Da kann man mal sehen, was so ein bisschen Werbung für sich machen. Durch einfaches Posten der Videos auf Facebook bezwecken kann. Vielen Dank für den Support, ist richtig cool und motiviert mich natürlich weiter mit den Videos zu machen. Auch wenn ich leider nicht weiß, wer ihr seid, die mich abonniert haben, sonst würde ich mich bei den Personen auch nochmal direkt bedanken. Aber ich glaube, solange ihr eure Abos auf privat gestellt auf eurem Kanal, kann ich nicht sehen, wer ihr seid. So, Schwarzeiche, droppt mir ein paar Setzlinge. Da ist einer. Sehr schön, das ist doch ein guter Anfang. Das heißt, wir können auch bei uns zu Hause ein paar von den Dingern basteln. Da ist ein Zombie, endlich! Was für ein Bug, ey. Da habe ich mich gerade kurz erschreckt. So, besiegt. Damit haben wir auch das Achievement erreicht. Und das Schwein ist auch besiegt. Und ich schaue mal noch kurz nach unseren Koordinaten. Dann begeben wir uns mal wieder Richtung zu Hause. Minus 23, 59, 285. Nee. So wird das kleiner. So, in die Richtung müsste es sein. Dupdidu. Jetzt ist es natürlich gleich viel stiller. Eine Höhle. Und irgendwo hier ist ein Spinni. Aber ist mir gerade egal. Alter, da ist sie ja. Na, du Kleine. Komm nur her. Getötet. Und es wird langsam wieder Tag. Ach ja. Die Schönheit der Sonne erhebt sich über die wundervolle Weite des Landes. Worüber kann man denn noch so reden? Ach ja, YouTube hat heute Geburtstag. Ich habe auch schon das Video dazu gerade veröffentlicht. Also mein persönliches YouTube hat Geburtstag Video. Das ist das beste Video auf meinem Kanal auf jeden Fall. Und muss gehypt werden, Leute. Ich meine, ich sage das sonst nicht in meinen Videos. Von wegen, gebt dem Video Daumen hoch und so einen komischen Kram. Macht, was ihr für richtig haltet. Aber bei diesem Video unbedingt, also nicht bei dem, was ich jetzt gerade mache, sondern bei dem YouTube Geburtstag Video, bitte unbedingt Daumen hoch. Verteilen, verbreiten, macht das Video ganz groß. Das muss episch werden. Das ist ein richtig geiles Video. Das muss. Leder haben wir inzwischen auch schon ganz schön viel. Das ist sehr gut. Zuckerrohr und Leder sind nämlich eine sehr gute Kombination. Und wir können gleich mal anfangen, so ein paar erste Farmen aufzubauen. Hier ist auch noch irgendwo eine Spinne in der Nähe. Und ich denke, wir können uns inzwischen auch mal einen zweiten Ofen basteln. Zack. Yeah, Erfolg hat sich eine heiße Angelegenheit. So, haben wir schon genug Material für einen Bogen? Haben wir. Zack.
So. Bogen! Sehr schön. Und Essen. Essen. Und dann müssen wir uns ein paar Farmen bauen, für die wir noch Zäune brauchen. Keine Ahnung, wie man den Zaun in der 8 genau bastelt. Oder so? Nee. Genau andersrum. So. So. Das sind auf jeden Fall genug Zäune. Spinne, dann bist du dran. Ich töte dich. Ich werde deine Leiche zerstören. Aber jetzt erstmal werden wir uns eine kleine Farm basteln. Beziehungsweise mehrere. Unser Startgebiet ist wirklich richtig gut geeignet für sowas. Große, weite Flächen. So. Wir brauchen da drinnen 30 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, ein weiter noch. So. Dann kommt hier ein Zauntor rein. Dann passt das so. Ach, wisst ihr was? Ich bastel erstmal die Farben, die wir jetzt schon machen können. Wir können Samen und Zuckerrohr bis jetzt nicht machen. Zack, zack, zack. Keine Tiere reinspringen. 1, 2, 3. Es ist immer krass, wie viele Zäune man doch braucht. Mit dem Wasser werden wir das wahrscheinlich hier einen Kanal machen. Und da hinten und natürlich hier auch noch einen. Aber dafür basteln wir uns dann erstmal eine Schaufel und eine Hacke und nehmen das ganze Zeug mit, was wir brauchen. Und dann sollten wir uns noch ein paar Eimerchen basteln. Thank you.
So, so. Um die Baumfarmen kümmern wir uns natürlich auch noch. Eimerchen. Schaufel, genau. So. Ah, noch ein paar Zauntore brauchen wir. So. Andersrum. Okay, Leute, an dieser Stelle, ganz kurz, die Folge ist mal wieder vorbei. Das heißt, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eure Ukulele.